select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Ich bin Experten Presserzähler Potsdam, die EV Gabenschule 1 zu 2. Xaver hat leider nicht geklappt nach der ersten guten Halbzeit. Ja, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, wir starten ganz gut ins Spiel. Genau in Führung nach 9 Minuten durch den Dennis. Dann haben wir das Spiel im Griff gehabt, können es 2-0 machen. Kriegen dann kurz vor der Halbzeit ein dummes Gegentor zum 1-1. Und dann in der zweiten Halbzeit, ja, war es auch wegen der Hitze heute ein schwieriges Spiel für beide Mannschaften. Und dann gab es den Lucky Punch durch den Aufsetzer da am Ende. Der Aufsetzen dann wirklich komplett wegspringt und ins Tor geht. Der ist sonst nie reingegangen. Letztendlich war es für uns ein gutes Spiel eigentlich, aber leider verloren. Du bist jetzt für den verletzten Manuel Seitz eingesprungen. Ja, wie war das jetzt mal, wieder ein ganzes Spiel durchzuspielen für die erste Mannschaft? Ist natürlich immer schwer, den besten Torhüter der Liga zu vertreten. Das ist der Manu einfach. Der Manu ist eigentlich kein Konkurrent für mich, ist eher ein Vorbild, ein Förderer für mich. Und ja, natürlich ist es schwer auf der Bank zu, aber man kann es auch verstehen hier. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass du den Manuel verdrängst? Ja, ist gering, deswegen ich am Sommer weg. Deswegen wird es auch so sein, dass ich im Sommer weggehen muss, ja. Du gehst weg, hast du gerade gesagt. Was steht da darüber hinaus schon fest? Es steht was fest, aber das wird dann bekannt geben. Das wird vom Verein dann alles bekannt geben, wo ich hingehe. Das ist immer so ausgemacht. Also ich kann halt nichts dazu sagen, leider. Ja, wie sehr freut dich das wichtigere Spiel war heute wahrscheinlich am Mittwoch, das Pokalspiel vom KSC für eure Mannschaft, das wichtigere Spiel dieser Woche, denke ich mal. Wie habt ihr es aufgefasst, den Sieg vom KSC und den Fast-Einzug jetzt in den DFB-Pokal? Ja, ich habe es natürlich angeschaut, Sport 1, die Mannschaft auch. Wir sind natürlich sehr gefreut, dass wir zum DFB-Pokal sind, wenn der KSC jetzt Platz 4 erreicht. Ja, wir freuen uns auch mega drauf. Die Mannschaft freut sich, das Umfeld freut sich. Man merkt richtig Euphorie im ganzen Verein. Und das tut dem Verein auch gut, nach den auch teilweise schweren Jahren. Und nach dem schweren Jahr vor allem tut es dem Verein einfach gut. Wurmt es dich, dass du nächste Saison dann beim DFB-Spiel, was wahrscheinlich stattfinden wird, nicht dabei sein wird? Na klar, wurmt es mich. Es war so mit Mönchengladbach so, dass ich weggegangen bin und die NAG Bayern DFB-Pokal gespielt. Deswegen, ja, wurmt es mich schon ein bisschen. Aber ich gönn's den Jungs, wo jetzt alle da sind. Und ja, ich freue mich einfach für die. Wie geht es jetzt für euch weiter? Ich denke mal, der Abstieg ist jetzt nicht so ein Riesenthema, wenn man nach unten schaut. Ja, trotzdem muss man aufpassen. Also jetzt Spielberg ist auch nicht abzuschreiben noch. Die haben ja, ich glaube, heute wieder 3-0 verloren gegen Backnang. Trotzdem, die Mannschaft hat ganz viel Potenzial drin. Also steht ganz viel Potenzial in der Mannschaft und die können schon nach unten rauskommen. Auch Waldorf 2 und Sandhausen 2 sind, glaube ich, bloß 6 Punkte weg. Das kann schon mal eng werden. Deswegen schauen wir auf jeden Fall nach unten. So, liebe Zuschauer. Nächstes Spiel? Ich glaube, Mittwoch gegen Villingen, soviel ich weiß. Villingen natürlich spielt aber mit, die wollen noch aufsteigen, gehe ich davon aus. Wird ein schweres Spiel, aber wir sind darauf vorbereitet und unser Trainer stellt uns perfekt ein, deswegen habe ich da keine Angst davor. Xaver, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.